Hallo und herzlich willkommen bei Hatzige Corporate Designs. In diesem Video geht es um etwas, was Sie tagtäglich an Ihre Kunden bzw. Geschäftspartner weitergeben, nämlich Ihre Visitenkarte. Eine richtig gute Visitenkarte ist wahrscheinlich die langlebigste Werbung für Sie bzw. Ihr Unternehmen, denn eine Visitenkarte wird niemals weggeschmissen, sondern immer aufbewahrt. Und Sie kennen wahrscheinlich selber die Situation, wo Sie eine tolle oder ausgefallene Visitenkarte bekommen haben und sich das Unternehmen bzw. die Person gerade deshalb gut gemerkt haben. Also unterschätzen Sie dieses kleine Kärtchen nicht. Es geht nicht nur um den Austausch von Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Es geht um den Austausch oder besser gesagt die Vermittlung von Image und dem ersten Eindruck, der, wie wir alle wissen, oft der entscheidende ist. Was auf einer Visitenkarte draufstehen soll, dürfte allgemein bekannt sein, das muss ich hier nicht extra erwähnen. Eine tolle Idee allerdings möchte ich Ihnen dennoch nicht vorenthalten, nämlich QR-Codes auf Ihrer Visitenkarte. Sie haben QR-Codes sicher schon des Öfteren gesehen, diese schwarz-weiß gepixelten Quadrate, die scannbar sind mit Handy und Tablet-PC und die Sie zum Beispiel zu einer Website oder einem Facebook-Profil oder was auch immer führen. Auf der unten eingeblendeten Website können Sie kostenlos einen QR-Code für sich erstellen mit einem Link auf Ihre Website oder Ihr Facebook-Profil oder auf eine Landingpage mit einer bestimmten Promotion. Und es ist eine tolle Idee, einen solchen QR-Code auf Ihrer Visitenkarte zu platzieren. Was das Design betrifft, fallen Sie bewusst aus der Rolle. Sofern es mit Ihrem Corporate Design vereinbar ist, verwenden Sie zum Beispiel knallige Farben wie Zitronengelb, ein grelles Pink, ein grelles Türkis oder verwenden Sie außergewöhnliche Schriftarten. Passen Sie aber auf, dass es nicht zu viel wird. Also maximal 2 unterschiedliche knallige Farben und auch maximal 2 unterschiedliche außergewöhnliche Schriftarten. Je mehr Sie mit Extremen arbeiten, desto vorsichtiger müssen Sie sein oder Sie lagern diese Sache aus an einen Grafiker, der sich mit solchen Dingen auskennt. Wenn Sie Visitenkarten austauschen, haben Sie die Person wahrscheinlich gerade erst kennengelernt und Sie versuchen sich den Namen der Person zu merken. Namen lassen sich am besten einprägen, wenn man sie mit einem Gesicht in Verbindung bringen kann. Also was ist naheliegender, als Ihr Foto auf Ihrer Visitenkarte zu platzieren? Anstelle eines normalen Farbfotos können Sie aber auch eine Schwarz-Weiß-Karikatur von sich anfertigen lassen, die vor allem in Verbindung mit knalligen Farben, die ich vorhin erwähnt habe, sehr gut aussieht. Eine Schwarz-Weiß-Karikatur ist in wenigen Minuten in einem Vektorprogramm, zum Beispiel Adobe Illustrator, erstellt. Also ein Foto oder eine Schwarz-Weiß-Karikatur wirkt auf einer Visitenkarte wirklich sehr persönlich und sehr gut. Was halten Sie von außergewöhnlichen Formen für Ihre Visitenkarte? Viele Leute sind ein Fan von außergewöhnlichen Formen. Es gibt zum Beispiel Visitenkarten in Kreisform oder in Dreiecksform oder Visitenkarten, wenn man so will, in Form eines Stressballes, wo die Kontaktdaten aufgedruckt sind. Wichtig ist es aber schon, die Funktionalität immer im Auge zu behalten. Eine Visitenkarte in Dreiecksform muss zum Beispiel unbedingt versiegelt bzw. laminiert werden, weil sonst die Ecken sehr schnell abbrechen oder einknicken und das sieht dann sehr schlecht aus. Ein Stressball mit Kontaktinfo zum Beispiel kann auch nicht ohne weiteres in die Hosentasche oder in die Geldtasche gesteckt werden. Also Funktionalität ist sehr wichtig bei außergewöhnlichen Formen von Visitenkarten. Richtig toll sind auch außergewöhnliche Materialien. Versuchen Sie, wenn möglich, eine Verbindung zwischen Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Branche und Ihrer Visitenkarte herzustellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Scheidungsanwalt sind, könnte Ihre Visitenkarte in der Mitte perforiert sein, sodass man sie leicht durch zwei teilen oder scheiden kann. Oder wenn Sie in der Holzindustrie tätig sind, fertigen Sie eine Visitenkarte aus Holz an und gravieren Sie Ihre Kontaktdaten ein. Oder wenn Sie in der Metallbranche tätig sind, fertigen Sie eine Visitenkarte aus Metall an, wo Ihre Kontaktdaten eingraviert sind. Oder wenn Sie in der Teppichindustrie arbeiten, wenn Sie ein Teppichhändler sind, können Sie zum Beispiel alte Teppichreste in Rechtecke schneiden und Ihre Kontaktdaten auf ein weißes Stück Stoff aufdrucken lassen und dieses weiße Stück Stoff mit den Kontaktdaten auf den rechteckigen Teppichrest aufnehmen. Nur als Idee. Also Sie sehen, versuchen Sie, wenn möglich, eine Verbindung zwischen dem Material Ihrer Branche oder Ihres Unternehmens und Ihrer Visitenkarte herzustellen. Das macht schon sehr viel her. Bitte sparen Sie nicht bei Visitenkarten. Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass Visitenkarten nie weggeschmissen werden, sondern immer aufbewahrt werden.
Es gibt im Internet zahlreiche Websites, auf denen Sie sehr viele, sehr günstige Visitenkarten bestellen können. Aber wenn Sie kein Grafiker sind und sich mit Design nicht wirklich auskennen, lassen Sie am besten die Finger davon. Weil Sie wollen ja ein tolles Produkt und ein tolles Image verkaufen und kein 0815-Image. Also passt auch keine 0815-Visitenkarte dazu. Wenn Sie schon ein sehr niedriges Budget für Visitenkarten aufwenden wollen, dann verwenden Sie zumindest eine Lackierung oder eine besondere Veredelung des Papiers oder ein besonders dickes Papier, damit die Visitenkarte nicht so einfach kaputt geht. Apropos kaputt gehen, passen Sie immer darauf auf, dass Ihre Visitenkarten wirklich sauber beieinander sind. Am besten bewahren Sie sie in einer Visitenkartenbox, in so einer kleinen Metallbox auf, die Sie immer dabei haben, weil Leute schätzen es wirklich sehr, wenn Sie saubere Visitenkarten bekommen. Es gibt nichts Unprofessionelleres wie eine Visitenkarte, die zerschlissen ist oder einfach hässlich ausschaut. Also Sie sehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, außergewöhnliche Visitenkarten zu kreieren und Ihre Kunden und Geschäftspartner damit zu beeindrucken. HCG Corporate Designs hilft Ihnen sehr gerne dabei. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an office@hcg-corporate-designs.com. Oder schreiben Sie uns eine Message über unser Kontaktformular auf der Homepage und ich freue mich auf Ihre E-Mail. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, kommentieren Sie es bitte, teilen Sie es oder leiten Sie es weiter an Ihre Freunde und Geschäftspartner und vergessen Sie nicht, den Videokanal zu abonnieren. In diesem Sinne noch einen schönen restlichen Arbeitstag und bis bald!